Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Das erscheint uns ziemlich wichtig. Thymos, das Kollektiv der aufgestiegenen Meister. Gechannelt durch Daniel Scranton, übersetzt von Wolfgang. Segnungen. Wir sind Thymos. Wir sind das Kollektiv der aufgestiegenen Meister. Es ist euer Recht, euch über etwas aufzuregen. Und es ist euer Recht, eure Gefühle zu ändern. Aber oft entscheidet ihr nicht, wie ihr euch fühlen wollt. Das Schwierige am Dasein auf der Erde ist, dass es so viele Gefühle gibt und so viele Möglichkeiten, verschiedene Gefühle zu haben, weil es so viele verschiedene Szenarien und Umstände gibt, die von Menschen und Tieren gelebt werden können. Tiere fühlen auch. Ihr seid wach. Wenn ihr es nicht wärt, würdet ihr die Übertragung nicht empfangen. Und als jemand, der wach ist, hoffen wir, dass ihr euch ganz bewusst entscheidet, wie ihr euch fühlen wollt. Wir hoffen auch, dass ihr etwas in euch selbst verändert, um dorthin zu gelangen, denn der andere Weg ist viel schwieriger. Ihr könnt euch viele Umstände erschaffen, um eure Stimmung zu bestimmen, und wir begrüßen es, dass ihr das tut. Das ist ein Teil der Entscheidung, wie ihr euch fühlen wollt. Wenn ihr Freude empfinden wollt und den Raum, in dem ihr euch den ganzen Tag aufhaltet, in der Farbe streichen wollt, in der ihr euch am wohlsten fühlt, dann ist das eine gute Entscheidung. Wenn ihr gerne Kristalle um euch herum habt, weil ihr euch damit gut fühlt, dann ist das auch eine gute Entscheidung. Ihr könnt entscheiden, wie ihr euch umgebt und mit was und mit wem. Das ist ein guter Gebrauch eures freien Willens. Wenn ihr euch nicht so fühlt, wie ihr wollt, mag es so aussehen, als ob euch etwas angetan wird. Es mag so aussehen, als ob ihr keine Wahl hättet. Die Wahrheit ist, dass ihr eine hattet. Vor langer Zeit hattet ihr die Wahl, wie ihr etwas wahrnehmen wollt. Ihr habt eine Entscheidung getroffen und eine emotionale Reaktion gezeigt, ohne etwas dagegen zu tun. Dann taucht etwas anderes in eurem Leben auf und ihr empfindet das Gleiche. Als erwachte Seele versteht ihr, dass ihr eine Wahl habt, aber anfangs müsst ihr vielleicht erst einmal fühlen, was ihr fühlt, um es vollständig aus eurem System zu entfernen. Danach könnt ihr entscheiden, wie ihr euch fühlen wollt und das tun, was ihr am besten könnt, um dorthin zu gelangen. Mit anderen Worten, bringt euch an den Ort, umgebt euch mit den Menschen, Pflanzen und Tieren, die euch dabei helfen, in den Zustand höherer Schwingung zu gelangen, und wählt eure Gedanken und Schwerpunkte sorgfältig aus. Dann werdet ihr euch so fühlen, wie ihr euch fühlen wollt. Und dann könnt ihr eure Aufmerksamkeit wieder auf die Situation, den Menschen oder die Umstände lenken und sehen, ob ihr sie aus einer höheren Perspektive in einem anderen Licht und mit den Augen der Quelle sehen könnt. Dann werdet ihr euch besser fühlen und müsst das Szenario nicht noch einmal erschaffen. Ihr könnt also die Realität wählen, die ihr erlebt, und die Realität, die ihr erlebt, kann euch die gewünschte Schwingung widerspiegeln, in der ihr die meiste Zeit sein wollt. Nutzt eure Macht, nutzt eure Gabe zu spüren und zu fühlen. Nutzt die Gabe des freien Willens, um zu wählen, und ihr werdet am Ende immer in dem Zustand sein, in dem ihr sein wollt. Vielleicht habt ihr in diesem Leben noch mehr zu klären, und das ist in Ordnung. Niemand hat je von euch verlangt, dass ihr perfekt seid, außer vielleicht ihr selbst. Vielleicht haben das ein oder zwei andere Menschen getan, aber die könnt ihr vom Haken lassen, denn ihr müsst sie irgendwann darum gebeten haben, diese Rolle für euch zu spielen. Aber ihr könnt euch auch selbst vom Haken nehmen,
dass ihr perfekt seid und nur so fühlt, wie ihr euch fühlen wollt, denn ihr erlebt die Reise von dem Punkt, wie ihr euch nicht fühlen wollt, zu dem Punkt, wie ihr euch fühlen wollt. Und ratet mal, was dann passiert. Ihr habt etwas, das ihr anderen beibringen könnt. Und ihr könnt die Führungspersönlichkeit sein, die ihr vor eurer Inkarnation sein wolltet. Und euren Lebenszweck, eure Mission erfüllen. Das erscheint uns ziemlich wichtig. Das ist alles für den Moment. Wir sind Thymos. Wir sind das Kollektiv der aufgestiegenen Meister. Und wir sind immer unter euch. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich. Danke.